Ja, der wirklich. Beruhige dich. Soll ja wohl meine ganze Munition verblasen, meine sauer zusammengeklaute. Den Weg hier hoch kennen? Vermutlich schon. Oh, der ist aber schnell. Geh mal wieder runter hier. Das ist ja unnormal. So. Keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat. Okay. Dem habe ich irgendwie nur den Arm weggeschossen. Oh nein! Also das ist ja wirklich... in dem Sinne belastend, dass die halt wirklich jedes Mal neue spawnen und du keine Ruhe hast, ne? Halten wir uns mal ran hier. Wird dann nicht besser. Ich glaube, jetzt können wir unten den Hauptschalter umlegen, ne? Wenn ich jetzt hier runterjumpe, breche ich mir bestimmt alle Knochen. Die 1 und die 2 doch gez... Ach, ich muss da hoch noch, ne? Ne, das war jetzt natürlich ein bisschen doof. No! Oh, ich bin hängen geblieben. Aua! Hup. Oh. Ja, das hat wehgetan. Ist immer. Ach, ist doch nicht wahr. Ey, das ist dunkel. Ich habe da oben gezogen. Das ist die 1, das ist die 2. Lassen das Ganze mal Püree massieren. Ich sollte das in Order. 2 Kontrollräume, I need to reach in order to get the elevator running. Ich habe die 1 als erstes eingeschaltet und dann die 2. Wo ist jetzt der blöde Fahrstuhl? Der hat keinen Kopf mehr, aber macht weiter, ne? Natürlich.
Oh, habe ich hier einen Fehler gemacht? Ich meine, das Licht ist doch da unten angegangen, oder nicht? War das doch die falsche Reihenfolge? Also, den kann ich jetzt zumindest nicht mehr bewegen. Neben die Treppe gelaufen, auch nicht schlecht. Was ist da jetzt? Just in time hin oder was? Nett. Werd hier irgendwie nochmal drauf gehen? Wenn mir die Munition ausgeht. Oder ich irgendwo runterfalle, weil ich nur 30 Frames hab. Ist rot ist jetzt doof oder was? Die 1 jetzt gezogen. Natürlich nicht tödlich der Schuss, klar, kennt man. Meep Meep heißt nein oder was? Da hoch komme ich nicht mehr. Also öfter, also sind ja beide Varianten jetzt falsch oder was? Ah ne, jetzt. Muss doch schnell genug sein. Okay, okay. Got it. Hätte man natürlich auch eher, rauskriegen können, aber ich wollte euch natürlich die Komplexität des Levels auch zeigen, ne? Also wie es laufen kann. Ah ja, okay. No possibility to hop around here. Was hat er gesagt? Ein blaues Haus? Mit einem Garten obendrauf. Ich sehe kein blaues Haus. Ah ja, TNT, cool. Damit hätte ich natürlich vorhin die Viecher exakt
1 zu 1 ausschalten können. Kann nur hoffen, dass er hier nicht gewohnt hat. Das ist ja... trostlos ist ja noch untertrieben. So, wir müssen irgendwo hoch, vermute ich mal. Oder rein. Damn, it's freezing here. Tagebuch von Joseph Oswald 4 von 5, 28.09.1993. Während ich das hier schreibe, muss ich mir Watte in meine Ohren stopfen, sonst könnte ich mich nicht auch nur eine Sekunde lang konzentrieren. Die Vögel sind zu laut und meine ganze Wohnung ist inzwischen voll mit ihnen. Ich schmeiße immer wieder welche raus, aber das scheint das Problem nur zu verschlimmern. Ich habe versucht, sie aus dem Fenster zu schmeißen und die Vögel freizulassen. Nichts hilft. Wenn sich meine Situation nicht bald ändert, werde ich noch verrückt. Ich höre sie die ganze Nacht. Wenigstens stehen wir nun fest gegen Rosendale. Ich habe fast alle konservativen Politiker auf meiner Seite und im nächsten Jahr, im Frühling, wird es ein Referendum geben, das entscheidet, ob die Maschinen abgeschaltet wird. Ich kann das kaum erwarten. Welche Maschine? Welche Maschine? Hier durch. Gehen gleich noch weiter nach oben. Also gelebt haben die hier als auch nicht sonderlich geil, oder? Auch kein schöner Ausblick, muss ich jetzt mal so sagen. Meine Lampe ist gleich leer. Sehr ungünstig. Kann die überhaupt ausgehen? Sieht aktuell nicht so aus. Auch noch ein Bug. Oder ist hier dann einfach nur dunkler? Wäre ein schöner Jumpscare gewesen, wenn hier oben was gestanden hätte. Das ist der Garten auf dem Dach. Ja gut, das ist jetzt aber auch... Kann man jetzt so und so sehen. Do you read me? Yes, I do, just barely. I'm on the roof of your building. There are a bunch of greenhouses. Connection seems good here. Okay. My old apartment is the one on the roof. Understood. It's quite peaceful up here. Warum wohnt man denn? Ist das die Wohnung? Hat wohl gerne getöpfert und Blumen gezüchtet und so, wa? Sag jetzt nicht, das ist deine Wohnung, Kollege. Das ist ja nur, nicht eine Wohnung in dem Sinne, oder?
Das für Festlichkeiten 91. Lieber Hans, heute habe ich mir die Präsentation am Institut von HK Wieg angeschaut. Ich wusste vorher nicht exakt, um was genau gehen würde, aber ich hatte Gerüchte von einer neuen Technologie gehört. Eine Technologie, die jeden Aspekt unseres Lebens ändern sollte. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, was das sein sollte. Große Mengen an Besuchern strömten ins Institut. Jeder versuchte irgendwie einen Blick auf die Maschine werfen zu können. Sehen musste man sie eh nicht, denn schon vor der Präsentation erfüllte ein tiefes Dröhnen das gesamte Gebäude. Ein Geräusch, was ich noch nie gehört hatte. Und als dann die Präsentation begann, wurde das Dröhnen von einer Art grellen Entladung begleitet. Künstliches Licht. Das Institut nennt es eine Revolution. Nachdem ich es mit eigenen Augen gesehen habe, stimme ich damit überein. Dein Freund Volker. Die Dampfmaschine oder was? Die. Ja gut, wenn man das nicht kennt, ne? Es ist natürlich. Heutzutage wächst man damit auf und das ist alles schicki. Wenn man es nicht kennt. Oh, ernsthaft? Okay. Achso, er hat wahrscheinlich den Strom da eingeschaltet für die Hütte. Kann das sein? Oder das Schloss durch die Tür entriegelt? Stimmt. Nicht rein! Warte mal, da gibt es einen Hintereingang. Ah. Mal dahin. Ohne Tür, ne? Kommt man irgendwie gar nicht hin? Was ist denn das für ein Verrat? Nein, hier ist eine künstliche Wand, okay. Gott. Ah. Ja, ich hab's doch ausgeschaltet. Warum komme ich nicht rein? Oder habe ich es eingeschalten? Stell dir vor, du kommst total verkatert abends nach Hause, willst einfach nur noch ins Bett und dann musst du erstmal hinlatschen und den Strom abschalten, um dann wieder reinzukommen in deine Bude. Grün. Bleib aber auch grün, Kollege. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Muss ich jetzt dreimal ziehen. I'm in. What do you see? Well, a bed, a blanket. Keep talking, please. The windmill outside. The sun on the carpet. Leaves on the wooden floor. Here's a photo of two happy people. That's it. That's what I want you to take. Can you describe what's in the photo for me? It looks like winter. There's a flea market in the background. The woman is laughing, and the man beside her looks like the happiest person on earth. I see peace, Brent. Can you take the photo with you to the sea? There's a graveyard where she is.
could put it on her stone, I'd be forever in your debt. I will. Thank you, Nora.